Am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr befuhren ein mit einer Person besetzter BMW auf dem linken von drei Fahrstreifen und ein mit zwei Personen besetzter Mercedes auf dem mittleren Fahrstreifen die A7 zwischen Kirchheim und dem Hattenbacher Dreieck in Fahrtrichtung Süden. Aus bisher ungeklärter Ursache zog der Mercedes plötzlich nach links und kollidierte mit dem BMW. Im weiteren Verlauf stellte sich der Mercedes quer vor den BMW, wurde noch mehrere Meter mitgeschoben, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Bei dem Unfall wurden beide Insassen aus dem Mercedes im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus Kirchheim befreit werden. Der Mercedes-Fahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Seine Beifahrerin wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Bad Hersfeld gefahren und der verletzte BMW-Fahrer kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Rodenburg. Zu Rettungsgasse und Ersthelfern äußerte der Einsatzleiter der Feuerwehr, Udo Mohr. Die Ersthelfer haben vorbildlich reagiert. Die haben die Personen im Fahrzeug gut betreut, solange bis die Rettungskräfte eingetroffen waren. Und mit Hilfe der Ersthelfer und den Rettungskräften konnte man die Personen dann auch mit schweren Gerät rausholen. Ich sage, die Rettungsgasse hat diesmal hervorragend funktioniert. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die A7 in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern bis weit über das Kirchheimer Dreieck hinaus. Von dem Stau war auch die A4 in Richtung Kirchheimer Dreieck betroffen. Über die Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.